Hallo, ihr lieben Raiders da draußen. Ja, ich spiele nochmal die PSP-Version mit dem PSP-Emulator. Wie ihr es schon im Hintergrund hier seht, sind da kleine süße Wölfe zu sehen. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal Lust zu, das noch einmal zu starten. Die PSP-Version, und wir schauen uns die an, wie die dann so ist. Wie gesagt, ich habe hier das Menü nicht, das hatte ich ja in dem anderen Video schon erzählt, und weiß nicht so richtig. Ich würde gerne so alle Level mir anschauen, aber es ist nur der erste Level somit spielbar. Also wer noch Tipps hat, irgendwelche Hinweise, wie ich das wegbekomme, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir das einmal starten. Und dann schauen wir uns doch einmal an, was anders ist. Wie ihr schon gemerkt habt, ganz zu Anfang, das Menü ist mit der Tomb Raider Musik. Und jetzt habe ich das überquatscht. Habt ihr das gehört? Die Tür hat auch einen Sound gehabt. Und mega cool. Also das ist auf jeden Fall ein Update. Und das Hintergrundgeräusch, was ihr jetzt hört hier, also die Hintergrundmusik hier, ist nicht von mir reingemacht worden. Die ist auch schon drinne. Und mega cool. Also der erste Level ist spielbar, aber ist leider auch noch mit Bugs behaftet. Das werdet ihr gleich sehen. Und aber das hier macht Geräusche. Ich vermute mal, dass die Geräusche zum Teil wirklich vom ersten Teil übernommen worden sind. Aber nichtsdestotrotz macht das doch alles gleich wieder ein bisschen lebendiger, ne? Oh, ich würde ja auch so gerne die Dinosaurier und sowas angucken, ne? Ihr wisst ja, dass hier im ersten Level Fledermäuse kommen, ne? Die allerersten Gegner im Tomb Raider-Universum. Und jetzt passt mal auf. Sie sind drin. Und wisst ihr, was noch drin ist? Laras Waffen. Und wir können sie auch töten. Und sie zielt auch drauf. Ja. Juhu. Lara hat ihre Waffen und nicht nur diese doofe Fackel, ne? Also das ist auf jeden Fall schon mal mega gut. Oh. Wie gesagt, ist noch ein bisschen mit, auch hier mit Vorsicht zu genießen, auch noch Bugs behaftet. Aber das ist doch geil. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, momentan habe ich irgendwie nur den ersten Level hier zum Laufen bekommen. Aber ja, das soll uns dann nicht weiter jetzt eher stören, ne? Also hier ist auch Sound zu den Steinen. So, die Tür macht leider keinen Sound. Aber auch hier eine Fledermaus. Und sie fliegt auch auf Lara zu, ne? Lara stört das überhaupt nicht. Die flattert richtig, also mega. Ich finde das total cool. So. Da wuseln ganz viele Wölfe auf uns zu. Nur dummerweise. Soweit ich weiß, können wir die nicht töten, sondern halt nur so freezen. Da, seht ihr das? Wir können sie für einen Moment freezen. Aber habt ihr das gesehen, dass wenn Lara hier, dass die auch hier hochklettern können? Da, seht ihr das? Die können da einfach hochklettern. So, jetzt war das doch mit X, oder nicht? Ah ja, gut. Meine Güte. Sind ein paar Wölfe und schon komme ich in Stress hier. Hilfe. Genau, hier ist wieder der Speicherkristall. Ach so. Normalerweise war hier auch ein Bär, ne? Ah, hier sind nur die
Oh, Fledermaus. Okay. Noch eine Fledermaus. Ah, die Tür geht auf. Okay. Nein. Der Wolf lässt mich nicht. So, jetzt kommen wir da durch. Und das finde ich immer noch so schön smooth, wie sie da so rüberschwingt. Okay, also kein Bär hier unten, nur Wölfe. Ja, ich finde das immer wieder interessant, was für eine Entwicklung das macht. Ach, hier sind auch Wölfe. Kann man nur hoffen, dass das dann irgendwann richtig spielbar ist. Es dauert einen kleinen Moment, aber es kommt Sound. Es kommt Sound. So nicht, ne? Aber es kommt was. Schön. Da liegt ein Fuchs. Ein Wolf, glaube ich, da oben drauf, ne? Naja, gut. Ich hoffe, wir können trotzdem den Schalter bedienen. So. Es geht nämlich diese Tür auf. Und man könnte theoretisch einfach da runterspringen. Kann aber auch sein, dass es deswegen ist, dass man da so runterspringen kann. Weil Lara sich ja nicht verletzt, ne? Weil hier ist nämlich eigentlich eine Leiter. Guck, das hier, ne? Das wird wahrscheinlich Lara auch nicht wehtun. Und dann muss man eigentlich hier so lang. Und dann hat man auch schon den ersten Level geschafft. Das war's. Jetzt müsste eigentlich noch so ein schönes Bild kommen, wo steht, wie viele Geheimnisse man eingesammelt hat und wie viel Zeit man gebraucht hat, das Spiel zu spielen. Aber irgendwie wird der nächste Level zumindest nicht geladen, auch wenn dieser Screen nicht kommt. Muss ja gar nicht sein, aber es wird nicht geladen. Es bleibt einfach hier stehen. Und ich glaube, wenn das jetzt lädt, lädt es, glaube ich, nicht die nächsten Level. Ja, genau. Es ist nämlich einfach wieder im Hauptmenü. Also es ist eigentlich wie eine Demo. Man kann den ersten Level spielen. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Tipps wisst, was ich da vielleicht einstellen muss in dem Emulator, dass man vielleicht auch noch die anderen Level spielen kann, schreibt es mir gerne unten rein und ich werde mich auch weiterhin irgendwie versuchen, da noch ein bisschen schlau zu machen. Und wenn ich da was weiß, dann werde ich natürlich ein Video dazu machen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dann. Tschüssi!